Wenn die Dunkelheit in langen Dezembernächten ihren Höhepunkt erreicht, dann funkelt und blitzt es in Deutschlands Wohnstuben. Weihnachten, das Fest der Lichter. Die einen schwören auf ihre Birnchen oder die Leuchtdioden, die anderen kommen ohne die Wachskerze einfach nicht aus. Ein allzu leichtfertiger Umgang kann sich allerdings schnell rächen. Jedes Jahr werden rund 17.000 Brände zwischen dem ersten Advent und Neujahr registriert. Aber auch im restlichen Jahr werden Brandgefahren allzu oft unterschätzt. Ganz fest steht, die meisten Unfälle mit Feuer sind vermeidbar. Das Feuer frisst sich rasend schnell durch das ganze Haus. Die Feuerwehr kann nicht viel mehr tun, als ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Eine Existenz wird vernichtet, alles geht in Rauch und Asche auf. Die Bewohner stehen ohnmächtig daneben und können noch froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Über 200.000 Mal brennt es jedes Jahr in deutschen Haushalten. Die Folge? Schäden in Milliardenhöhe. Etwa 600 Menschen sterben. Die meisten Brände im Haushalt brechen in der Nacht aus und überraschen die Menschen im Schlaf. Fast alle Brandtoten, etwa 95%, fallen den giftigen Rauchgasen zum Opfer, die schon während der Schwelbrandphase entstehen. Bereits wenige Lungenfüllungen sind tödlich. Brandursachen sind vielfältig. Neben vorsätzlicher und fahrlässiger Brandstiftung sind vor allem technische Ursachen verantwortlich für Brände im Haushalt. Schätzungsweise 70-80% der Haushaltsbrände werden durch technische Defekte oder falsche Bedienung der Geräte verursacht. Schwächstes Glied in der Sicherheitskette ist der Mensch. Man wird abgelenkt und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ob aus Bequemlichkeit, Fahrlässigkeit, Vergesslichkeit oder aus Unkenntnis, die Gefahren im Umgang mit technischen Geräten werden von vielen nicht erkannt. Oft geht es dann nicht so glimpflich aus. Häufig entstehen schwere Brände durch unsachgemäßen oder ganz fahrlässigen Umgang mit elektrischen Geräten. Brandschutz im Haushalt beginnt deshalb schon mit dem Wissen um die Gefahr. Und mehr dazu gibt es jetzt in unserem Service. Jede Menge Elektrogeräte, ob zur Beleuchtung, zur Unterhaltung oder die vielen Helfer in der Küche, die uns das Leben angenehmer machen. In einem ganz normalen Haushalt kommen selbstverständlich elektrische Geräte zum Einsatz. Günther Seitz ist Experte für Brandschutz. Aus seiner täglichen Arbeit weiß er nur zu gut, wo die versteckten Gefahren im Umgang mit Elektrizität liegen. Die Hauptursachen durch Brände aufgrund von Elektrizität sind einmal der falsche Gebrauch entgegen den Sicherheitsvorschriften der Geräte. Es sind sehr altersschwache Geräte, die wirklich auch nicht mehr dem Standard entsprechen heutzutage. Und es sind natürlich auch Geräte, die falsch repariert worden sind, die unsachgemäß repariert worden sind. Entsprechend auch Geräte, die einfach zu hoher Belastung ausgesetzt sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Wäschetrockner, schon viele Jahre im Einsatz. Er wird vollgestopft bis oben hin. Über die maximale Füllmenge macht sich kaum einer Gedanken. Das Gerät wird so aber überlastet. Was man bei diesem Stecker schon sieht, ist eine Verkohlung am Steckerstift. Dieses ist ein eindeutiges Wärmezeichen, das immer dann entsteht, wenn hohe Ströme fließen. Wäschetrockner allgemein haben einen sehr hohen Stromverbrauch. Und je mehr diese Geräte beladen werden, desto höher ist natürlich auch der Stromverbrauch, desto höher auch die Wärme, die an diesen Bauteilen entsteht und demzufolge auch desto mehr die Brandgefahren, die entstehen können bei einem unsachgemäßen Gebrauch oder bei einem Versagen des Bauteils. Nur eine Frage der Zeit, bis hier etwas passiert. Wenn ein Gerät auch bei richtiger Bedienung versagt, ist man meistens machtlos. Aber oft begünstigen wir durch Fehlverhalten eine Brandentstehung. Hier bei diesem Fernseher haben wir drei Faktoren, die zu Brandgefahren führen können. Wir haben zum einen diese Decke, die die Lüftungsschlitze auf der Oberseite verlegt. Wir haben als nächstes den Vorhang, der auch durch Windbewegung oder andere Einflüsse hier auf diese Lüftungsschlitze gelegt werden kann. Und wir haben zum dritten ein Fenster, das wiederum, wenn dann die Sonneneinstrahlung hier reinprallt, dieses Gerät zusätzlich mit Wärme beaufschlagt bzw. dieses ganze Gerät an sich, die ganze Einheit, belastet. Alles zusammen kann zur Überhitzung führen. Deshalb, Dekodeckchen und Nippes haben auf elektrischen Geräten nichts zu suchen. Weg damit. Und wenn das Gerät eine Standby-Schaltung hat, am besten ganz ausschalten. Das spart auch noch Strom und entlastet den Geldbeutel. Häufig ist es einfach Unachtsamkeit. Es klingelt an der Tür, die Lampe ist im Weg und wird sorglos zur Seite geschoben und landet genau am Vorhang.
Was wir hier haben, ist eine der typischen Brandursachen, die eigentlich kaum erkannt werden. Eine 100 Watt Glühbirne hat Temperaturen an der Oberfläche von etwa 250 Grad und selbst eine 25 Watt Glühbirne erzeugt immer noch an der Oberfläche Temperaturen von 100 Grad. Diese Temperaturen, die ich eben genannt habe, sind in jedem Fall geeignet, brennbare Materialien, wie hier zum Beispiel den Vorhang, in Brand zu setzen. In jedem Haushalt zu finden, Mehrfachsteckdosen, meist voll belegt. Und kein Problem, wenn die Nennleistung nicht überschritten wird. Sie ist auf der Steckerleiste angegeben. Zum Problem wird es dann, wenn Sie an eine Steckerleiste Großverbraucher anschließen, die die Nennleistung dieser Steckerleiste überschreiten. Hier waren mehrere Großverbraucher angeschlossen, die einen sehr hohen Stromfluss gezogen haben. Demzufolge, es kam zu einer lokalen großen Erwärmung, die zum Isolationsschaden geführt hat. Hier in diesem Fall hat glücklicherweise die Sicherung angesprochen, sodass es also eben nicht zum Brandfall gekommen ist. Apropos Sicherung. Hier sollte nicht selbst dran rumgeschraubt werden. Über Brücken mit Alufolie und ähnliche abenteuerliche Konstruktionen sind höchst gefährlich. Alles, was sich hinter diesen Kästen verbirgt, hinter diesen Abdeckkästen, ist für den Laien absolut tabu. Da muss ein Fachmann ran, eine Fachfirma, die entsprechend dann auch die Qualifikation hat, hier Reparaturen bzw. Ausbesserungen vorzunehmen. Falls es dann doch mal zum Brand kommt, ist es gut, einen Feuerlöscher im Haus zu haben. Nur sollte der nicht versteckt im Keller stehen, sondern an einem Ort, der zentral erreichbar ist. Sehr sinnvoll und oft schon Pflicht, Rauchmelder, ein kleines Teil, das Leben retten kann. Kosten nicht viel und sind leicht zu montieren. Potenzielle Gefahren gibt es im Haushalt also reichlich. Doch mit ein wenig Sorgfalt und Vorsorge kann man sie in der Regel vermeiden.